Was ist mit Bitcoin los? Ist der Bullenmarkt jetzt vorbei? Bricht jetzt die Panik aus und rauscht Bitcoin in die Tiefe? Der letzte Ausbruchversuch über die 70.000 Dollar ist eindeutig gescheitert. Und jetzt deutet sich auch noch zu allem Übel eine Korrektur an den Aktienmärkten an. Vor allem das Zugpferd Nvidia hat 500 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung verloren. Die Frage ist, was bedeutet das jetzt für Bitcoin? Ist das Ganze nur eine normale Konsolidierung nach der Verdopplung in den letzten Monaten oder doch mehr? In meinem letzten Video sah die ganze Sache noch komplett anders aus. Alle Zeichen waren eigentlich bei der Bitcoin-Ampel auf grün, respektive auf orange. Und in unruhigen Zeiten wie diesen, im aktuellen Umfeld, muss man seine Ansichten eigentlich ständig anpassen und täglich kann sich was ändern. Aus dem Grund heute ein Update für dich. Ich nenne euch heute die zwei wichtigsten Indikatoren, die den Bitcoin-Preis massiv beeinflussen. Wohin die Reise geht, was ich jetzt mache, welche potenziellen Szenarien sich jetzt auftun, das erfährst du heute in einer wichtigen neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich von der Honorarberatung Friedrich und Partner Vermögenssicherung. Da wir in den letzten Wochen viele neue Abonnenten gewonnen haben, sage ich erstmal Hallo an dich, Hallo an euch alle. Vielen Dank, dass ihr mir folgt und ich möchte mich kurz dir vorstellen. Mein Name ist Marc Friedrich, ich bin siebenfacher Bestsellerautor und Honorarberater. Ich beschäftige mich mit Finanzmärkten schon seit über 20 Jahren. Ich habe live und in Farbe den Staatsbankrott und die Hyperinflation in Argentinien miterlebt und weiß, was es bedeutet, wenn sich das Geld auf dem Konto auf einmal in Luft auflöst und das Geld stirbt. Und momentan sehe ich zu Argentinien und Europa, aber auch Deutschland, starke Parallelen. Wir erleben auch momentan in Deutschland leider immer mehr sozialistische Tendenzen. Die Schuldenberge werden immer größer, die Politik immer unfähiger. Und daher berate ich in meiner Honorarberatung Unternehmen, aber auch Privatpersonen, wie sie ihr Vermögen am besten vor finanzieller Repression schützen können und natürlich in den sicheren Hafen bringen können in unruhigen Zeiten wie diesen. Falls du dich oder dein Unternehmen schützen möchtest oder einfach nur Hilfe brauchst, schau gerne mal vorbei unter friedrich-partner.de. Auf meiner Webseite findest du ein Kontaktformular, wo du dich ganz unverbindlich und schnell bei uns melden kannst. Mein Team kommt dann auf dich zu und wir freuen uns. Und ich habe heute noch was ganz Besonderes anzubieten. Immer wieder ereilen mich die Anfragen, Marc, welche Aktie soll ich aktuell kaufen? Und ihr wisst, ich bin ein großer Fan von Rohstoffen. Aber gerade, wenn man hier keine Ahnung hat und einfach blind kauft, kann das ganz schnell nach hinten losgehen. Also haben mein Team und ich vor 6 Monaten den Friedrich Report ins Leben gerufen. Und der Friedrich Report ist wirklich ein einzigartiger Investmentbrief, der seinesgleichen sucht. Im Friedrich Report findest du die besten Rohstoffaktien und Rohstofffonds, aber auch die besten defensiven Aktien, die wir analysieren, in denen man gut in Krisenzeiten investieren kann und auch regelmäßige Dividenden kassiert. Und natürlich ist neben dem Thema Rohstoff auch mein Thema Bitcoin natürlich unser Steckenpferd. Wir halten dich nicht nur auf dem Laufenden, wann du in Bitcoin einsteigen musst, sondern auch, wann du wieder aussteigst. Aber wir haben zudem auch die aus unserer Sicht besten Bitcoin-Miner analysiert und konnten damit zum Teil schon Renditen von mehr als 100% einfahren. Und das gerade mal in 6 Monaten. Für gerade mal weniger als 1 Euro am Tag kannst du dich beim Friedrich Report anmelden. Dazu einfach mal vorbeischauen unter friedrich.report. Aber jetzt schauen wir uns Bitcoin an. Was ist da los? Doch nicht to the moon, sondern eher to hell? Ja, meine Lieben, die letzten Wochen bei Bitcoin sind ein kleines Trauerspiel gewesen. Die euphorische Stimmung von Jahresbeginn ist leider verflogen und auch das Sentiment auf Twitter ist mittlerweile etwas negativ. Selbst der Bitcoin-Hasser Peter Schiff traut sich mittlerweile wieder was auf Twitter zu posten. Er sagt, wie schlecht Bitcoin ist und dass Bitcoin am Ende ist und so weiter. Und er war bis jetzt immer der beste Kontraindikator eigentlich. Übrigens, mit Peter hatte ich auch schon ein Interview, das findest du hier oben, glaube ich, hier. Aber es ist immer ein Auf und Ab. Bitcoin bewegt sich seit über 100 Tagen in einer Range zwischen 60.000 und 70.000 Dollar. Und bevor wir jetzt auf die Märkte generell blicken und was hier mein Ausblick ist, wollen wir erstmal auf die News der letzten Tage blicken, die ebenfalls natürlich ein bisschen Einfluss auf den Kurs hatten. Was hat sich also im Bitcoin-Space getan? Und am Schluss werde ich dir auch sagen, was der Haupttreiber ist für die aktuelle Situation beim Bitcoin-Preis. Die erste Nachricht, die für großes Aufsehen gesorgt hat, war, dass der Milliardär Michael Dell von Dell Computer auf X gleich mehrere Posts abgesetzt hat, die Großes vermuten lassen. Zunächst hatte er einen Tweet von Michael Saylor gepostet, also von dem Bitcoin-Bullen schlechthin. Übrigens, mit Michael Saylor habe ich ein Interview auf der Bitcoin-Konferenz in Prag gemacht. Auf das könnt ihr euch jetzt schon freuen. Deswegen gleich mal hier Glocke aktivieren, dann wirst du gleich dazu informiert.
Am selben Tag noch folgte ein mysteriöser zweiter Tweet zum Thema Bitcoin, auf dem das Krümelmonster aus der Sesamstraße zu sehen ist, wie es Bitcoin-Cookies isst. Und Michael Dell ist nicht irgendwer, sondern er hat ein geschätztes Vermögen von ungefähr 106 Milliarden Dollar und liegt damit auf Platz 13 der reichsten Menschen der Welt. Sogar noch vor dem Gründer von Nvidia oder Michael Bloomberg. Als ihr seht, wenn er jetzt einen Teil seines Privatvermögens da reinstecken sollte, hätte das tatsächlich Auswirkungen auf den Bitcoin-Preis. Und wenn so jemand auf Twitter anfängt, mysteriöse Tweets über Bitcoin und Rarheit abzusetzen, dann brodelt es natürlich in der Gerüchteküche, dass nach Michael Saylor ein weiterer Milliardär jetzt anfängt, vielleicht Bitcoin zu akkumulieren. Eventuell ist er sogar der ominöse Käufer, der Mr. 100, der seit Monaten fast jeden Tag 100 Bitcoin akquiriert. Und es gab noch eine zweite Meldung, die allerdings zu Beginn der Woche aber erstmal den Kurs nach unten gedrückt hat. Und zwar, dass die insolvente Kryptobörse Mt. Gox angekündigt hat, dass man schon im Juli mit den Auszahlungen in Bitcoin und Bitcoin Cash beginnen will. Mt. Gox ist 2014 insolvent gegangen und die Befürchtung ist jetzt, dass die Anleger, die ihre Bitcoin zurückerhalten, ihre Coins natürlich sofort verkaufen werden, weil sie enorme Preissteigerungen erlebt haben. Denn die geschädigten Anleger erwarben ihre Bitcoins damals bei einem Kurs von roundabout 100 Dollar und wir sind jetzt bei 60.000. Die brauchen sich definitiv keine Gedanken zu machen über die einjährige Haltefrist. Aber was, wenn man innerhalb eines Jahres seine Gewinne realisiert? Wenn du zum Beispiel Anfang des Jahres gekauft hast und jetzt mit 50%, 60%, 70% im Plus bist und sagst, hey komm, ich nehme das lieber mit, bevor die Kurse weiter nach unten rasseln, dann kann ich dir das Team von unserem Partner Blockpit definitiv empfehlen und die können dir auch helfen. Hier könnt ihr nämlich eure Bestände und Gewinne einfach tracken und eine Steuererklärung anfertigen. Mit meinem Link unten bekommt ihr 15% Rabatt und könnt eure Auszahlungen guten Gewissens überprüfen und versteuern. Aber apropos Auszahlungen. Bei Mt. Gox kann man mit einer Auszahlung von ca. 100.000 Bitcoin rechnen, welche aktuell einen Gegenwert von ungefähr 8,5 Milliarden Dollar haben. Aber man muss an dieser Stelle auch sagen, dass es in den vergangenen Jahren immer wieder Mt. Gox FUD gegeben hat. Und jedes Mal war das ein lokaler Bottom, also dann war der Boden eigentlich drin. Trotzdem hat der Markt das Ganze sehr negativ aufgefasst. Ja, und wisst ihr, wer noch Bitcoin verkauft hat in den letzten Tagen? Halte ich fest, die deutsche Bundesregierung. Ja, du hörst richtig. Eigentlich sollten die stacken, sollten die hoddeln, aber nein. Man hat ihre knapp 3 Milliarden Dollar an Bitcoin an die Börsen gesendet und jetzt auch veräußert und wird auch weiterhin verkaufen. Schade. Das wäre eine einmalige Chance gewesen, um den Haushalt langfristig zu sanieren. Schauen wir uns die makroökonomischen Gründe an, warum Bitcoin jetzt gerade schwächelt. Das Wichtigste, was die Märkte, aber auch Bitcoin beeinflusst, sind zwei Sachen und die musst du dir merken. Alles andere ist fast schon irrelevant. Nämlich erstens die Liquidität und natürlich der US-Dollar, die Weltreservewährung. Starten möchte ich mit dem Dollar. Dazu hier mal den Chart des Dollarindex Dixie. Der zeigt die Stärke bzw. die Schwäche des US-Dollars gegenüber anderen Währungen. Und was sieht man hier? Der Dollar wird seit Tagen immer stärker und übt auf allen anderen Märkten, außer vielleicht auf Big Tech, Druck aus. Rein theoretisch hat der Dollarindex noch Luft bis ca. 110. So ein Szenario sollte man definitiv auf dem Schirm haben und genau beobachten, wann die Fed die Zinsen tatsächlich senkt. Zinssenkungen der Fed wären für den Gesamtmarkt natürlich negativ, das habe ich immer wieder wiederholt. Sobald die Fed die Zinswende einläutet, ist das in den letzten 30 Jahren immer negativ für die Aktien gewesen, dann sollte man aktiv werden. Dazu werde ich ein extra Video für euch machen. Nach unten im Chart ist die Marke von 104 sehr wichtig. Sollte die nicht halten, dann kann man davon ausgehen, dass es deutlich tiefer geht. Die große Frage ist natürlich, wieso der Dollar aktuell so stark ist. Das liegt daran, dass die Fed natürlich bislang noch gar keine Zinssenkung durchgeführt hat, obwohl es die breite Masse erwartet hat seit Anfang des Jahres. Wir haben irgendwann mal von 7 Zinssenkungen gesprochen, jetzt reden wir gerade mal noch von 2 und vielleicht kommen dieses Jahr gar keine. Und andere Notenbanken haben die Zinswende schon eingeleitet, die EZB zum Beispiel oder auch die Schweizer Nationalbank. Aber natürlich auch China. Wichtig auch der japanische Yen, der steht seit Wochen massiv unter Druck. Die Japaner können kaum noch die Zinsen ändern, weil sie so massiv überschuldet sind. Dazu habe ich übrigens auch ein sehr spannendes Video gemacht. Unbedingt anschauen, das findet ihr hier oben. Die japanische Staatsverschuldung ist bei über 260% zum BIP, also zum Bruttoinlandsprodukt. Absurd. Damit der Dollar jetzt schwächer werden würde, müsste die Fed eigentlich die Zinsen senken. Aber dazu hat sie aktuell gar keinen Anlass, denn die Wirtschaft ist nach wie vor richtig stark in den USA. Schauen wir auf den zweiten wichtigen Aspekt, der die Märkte beeinflusst, neben dem Dollar. Das ist nämlich die globale Liquidität. Und wie ihr sicher wisst, ist die Liquidität der Kraftstoff der Märkte. Die globale Liquidität ist im folgenden Chart von Cross-Border Capital anhand der orangen Linie dargestellt. In schwarz seht ihr den MSCI World. Und was sehen wir in dem Chart? Wir sehen eigentlich, dass die Aktienmärkte schon einiges vorweggenommen haben und momentan eigentlich den nächsten Schub an Liquidität benötigen, um weiter zu steigen. Also diese Entwicklung ist definitiv essentiell, damit Bitcoin auch weiter steigen kann und auch die Aktienmärkte. Denn ohne Cash gibt's Crash. Und eins ist sicher, der nächste Liquiditätsschub wird kommen.
Weil bisher war es immer so, dass Notenbanken irgendwann, um das System zu retten, natürlich erstmal die Schleusen öffnen. Solange wir aber von der Liquiditätsseite keinen starken Impuls bekommen, wird es für Bitcoin schwer, über das alte Allzeithoch zu kommen und auch die 100.000 zu knacken. Die Aktienmärkte sind nach wie vor sehr stark und genau das könnte Bitcoin zum Verhängnis werden. Hier mal der Chart des S&P 500, der sich immer noch nahe seines Hochstands befindet. Und wenn es hier mal richtig kracht, was passiert dann eigentlich mit Bitcoin? Wenn wir zum Beispiel 15 oder 20% korrigieren. Manche werden sagen, dass der Bitcoin die Korrektur vielleicht schon vorweggenommen hat. Aber für mich ist es schwer vorstellbar, dass wir durch die Bank weg in den Aktienmärkten korrigieren und der Bitcoin auf neue Höchststände schießt. Die gingen bisher immer eigentlich Hand in Hand. Im Nasdaq 100 sehen wir das gleiche Bild, aber natürlich nur auf Steroiden und natürlich potenziert mal 10. Weil hier läuft die Party ganz, ganz heiß, aber bei nur ganz wenigen Aktien. Also es sind nur 5, 6 Aktien, die den Markt treiben. Und dazu habe ich dir mal einen Chart mitgebracht von Mod Capital. Hier siehst du in schwarz den Nasdaq 100 und in orange den Nasdaq Equal Weight ETF, wo alle Werte gleichgewichtet sind und du siehst eine deutliche Differenz. Und das zeigt natürlich, dass der Index nur von einigen großen Big Tech-Werten getrieben werden. Ohne Nvidia, ohne Microsoft, ohne Alphabet sehe das Bild komplett anders aus. Noch krasser wird es, wenn man sich den Russell 2000 anschaut. Der ist so weit weg von seinem Allzeithoch wie Robert Habeck vom Verständnis zu Geld oder Wirtschaft. Und klar, natürlich sind im Russell 2000 auch viele schlechte Unternehmen drin, aber natürlich hatten ein viel diversifizierteres Bild als nur beim Nasdaq oder S&P. Und wie anfangs schon erwähnt, sehen wir ja schon, dass das Vertrauen der Investoren in Nvidia in den letzten Tagen ein bisschen gelitten hat. Wir hatten jetzt knapp vom Allzeithoch 16% verloren oder fast eine halbe Billion Dollar an Marktkapitalisierung. Parallel haben wir in den letzten Monaten so viele Insiderverkäufe bei Nvidia gesehen, wie noch nie in der Firmengeschichte. Also die Manager, die Insider, die machen jetzt Kasse und das ist nie ein gutes Zeichen. Allein zwischen dem 13. und 21. Juni hat der CEO Aktien im Wert von fast 100 Millionen Dollar verkauft. Und wenn Insider verkaufen, wie gesagt, sollte man es ihnen gleich tun. Und der eine oder andere wird sich noch daran erinnern, als 2021 Elon Musk und auch Jeff Bezos große Aktienpakete von Tesla und Amazon verkauft hatten. Und auch hier waren die Verkäufe eigentlich genau das Allzeithoch, das Top. Wie anfangs schon erwähnt, bewegt sich Bitcoin seit März ungefähr in einer Range zwischen 60.000 und 70.000 Dollar. Und in dieser Spanne ist auch alles noch safe, solange wir da drüber bleiben. Wir sind jetzt aber bei Bitcoin am unteren Rand der Range dieser Spanne angekommen. Und jetzt muss man beobachten, was im Bereich der 60.000er Marke passiert. Und wie in meinem letzten Video zu Bitcoin gesagt, hatten wir damals auch den RSI besprochen. Und beim RSI haben wir unglaublich viel Luft eigentlich noch nach oben, was bullish ist. Und nach wie vor ist der RSI eigentlich positiv. Und wenn wir jetzt eine Gegenbewegung sehen und wir die 66.000 Dollar wieder überschreiten, dann wäre das positiv, weil dann wären wir wieder in der Mid-Range. So hätten wir dann den Boden eigentlich schon gesehen. Sollten wir allerdings die Tiefs aus dem Mai nachhaltig rausnehmen, dann müsste man sich an das Yearly Open bei 42.000 Dollar orientieren. Yearly Open bedeutet, das ist der Kurs, mit dem Bitcoin ins neue Jahr gestartet ist. Es gibt aber zwei Punkte, die mich aktuell optimistisch stimmen. Erstens, das Sentiment ist schon wieder sehr negativ, vor allem wenn man auf X zum Beispiel unterwegs ist und sich dort umschaut. Außerdem wurden eigentlich alle an spekulativen Longs aus dem Markt gefegt. Und es gibt eine weitere Parallele, die wohlmöglich sich erneut abspielen könnte. Und dazu müssen wir ein Jahr zurückgehen und uns in den Zeitraum März 2023 bis Oktober 2023 anschauen. Was ist hier passiert damals? Schauen wir den Chart an. Der Dollar ist bis in den Oktober gestiegen. Aktienmärkte sind gefallen. Und Bitcoin ist bis an sein damaliges Range-Low, also in die Spanne nach unten, abgefallen, hat aber die Tiefs nicht rausgenommen, sondern hat am unteren Rand der Range konsolidiert, hat einen Boden gebildet. Und möglicherweise sehen wir diesmal ein ähnliches Szenario. Zumindest sollten wir aber eine Gegenbewegung bei Bitcoin in den nächsten Tagen sehen. Mittlerweile wurde auch das Bull Market Support Band angetestet. Mehr Infos zu dem sehr wichtigen Bull Market Support Band findest du natürlich auch in meinem aktuellen Buch, wo ich aufgezeigt habe, wann man in Bitcoin einsteigt langfristig und wann man auch wieder verkaufen sollte und welche Marktindikatoren essentiell sind, um das richtige Timing zu finden, wann man Bitcoin kauft oder verkauft. Und die Frage, die mich jetzt wieder erreicht hat in den letzten Tagen, war natürlich, was machst du jetzt, Marc? Wie soll man sich verhalten? Wichtig zu wissen ist, ich halte meine Bitcoin natürlich langfristig, würde also aktuell auf keinen Fall irgendwie panisch verkaufen, weil Bitcoin ist immer noch das beste Asset, was die Menschheit jemals gesehen hat. Mein Case für Bitcoin findest du nicht nur im Buch, sondern auch in vielen Videos hier. Der aktuelle Bereich bei 60.000 Dollar ist sicherlich für alle interessant, die bis jetzt den kompletten Bullenmarkt verpasst haben. Hier könnte man auf jeden Fall anfangen, eine erste Tranche zu setzen und den Fuß in die Türe zu stellen. Für diejenigen, die schon investiert sind, die sollen einfach gucken, ob wir noch neue Tiefs sehen, zum Beispiel, ob wir unter die Tiefs vom April oder Mai gehen werden. Und falls wir diese Tiefs rausnehmen
und der Aktienmarkt parallel dazu 10%, 20%, 30% korrigiert, dann könnten wir noch tiefer gehen, auch unter 50.000 Dollar, auch Richtung 42.000 Dollar, wie schon erwähnt. Und das wäre ein sehr pessimistisches Szenario. Auf der anderen Seite aber auch meiner Ansicht nach ein Generation Buy, also eine einmalige Möglichkeit, nochmal günstig in Bitcoin langfristig einzusteigen. Weil in dem Bereich würde ich tatsächlich kaufen, was das Zeug hält, weil es eine einmalige Chance wäre. Das wäre dann tatsächlich die größte Chance aller Zeiten. Der Titel zu meinem 6. Buch, kleiner Spoiler, das findest du auch in meinem Webshop natürlich. Und nochmal, Bitcoin ist ein langfristiges Investment. Und nur wer sich mit dem Traden auch wirklich auskennt, sollte dieses Risiko eingehen, einzusteigen, auszusteigen und zu traden. Gerade wenn es bergab geht, sollte man am besten einen Schritt zurücktreten und sich das große Bild anschauen. Und dazu blende ich euch mal einen langfristigen logarithmischen Bitcoin-Chart ein, wo man erkennt, dass die aktuelle Korrektur in der längerfristigen Sicht gar nicht wirklich zu erkennen ist. Es ist ein Furz im Wind eigentlich. In meinem letzten Video zu Bitcoin habe ich ja den Left Translated Cycle angesprochen. Vielleicht haben die ETFs auch den Zyklus etwas beschleunigt und wir sind zu schnell, zu heiß gelaufen. Was ist deine Meinung dazu? Schreib es mir gerne mal in die Kommentare. Und wenn dir dieses Video jetzt schon gefällt, Daumen nach oben, das hilft natürlich dem Algorithmus. Und wenn du neu hier bist, freue ich mich über ein Abonnement oder eine Kanalmitgliedschaft. Parallel dieses Video bitte kräftig teilen für diejenigen, die jetzt vielleicht neu in Bitcoin einsteigen wollen und nicht wissen, wie sie es machen sollen. Also, keine Panik. Mittel- bis langfristig stehen die Ampeln natürlich bei Bitcoin auf grün und es ist meiner Ansicht nach immer noch das beste Investment, in das man in nächster Zeit investieren kann, für die nächsten Jahre sogar. Und wer da von dem ganzen Rauschen nichts hören will, einfach Augen zu und durch. Jemand, der jetzt einsteigen will, der kann entweder einen Sparplan machen oder einmalig kaufen. Und wer einen Sparplan machen möchte, der kann jeden Monat einfach in Bitcoin investieren. Und denkt immer daran, Bitcoin ist und bleibt volatil. Jeder Bullenmarkt hat in der Vergangenheit mehrere Rücksetzer von 20, 30 oder mehr Prozent gehabt. Und auch dieses Mal wird es nicht anders sein. Deswegen, wie gesagt, ruhig bleiben und keine Panik. Wir werden definitiv früher oder später sechsstellige Kurse bei Bitcoin sehen, denn die Schulden müssen ja irgendwie monetarisiert werden und die Notenbanken müssen irgendwann die Zinsen senken, um das ganze System am Leben zu erhalten. Und das würde zu einer neuen Flut an Liquidität führen, was natürlich dann auf Bitcoin positive Auswirkungen hätte. Und meiner Ansicht nach wird der Liquiditätszyklus bis zum Jahr 2025 weiter vorangetrieben werden. Und das ist das Einzige, was zählt. Liquidity, Liquidity, Liquidität und Cash. Also, ihr müsst eigentlich Rücksätze als Chancen sehen und baut eure Position auf. Handelt immer antizyklisch. Wenn alle anderen verkaufen, dann kauft ihr. Wir sind erst ganz am Anfang einer langen, großartigen Bitcoin-Reise und lasst euch nicht verunsichern. Lasst euch nicht von diesem bisschen hoch und runter der Volatilität irgendwie aus dem Markt rausbuxieren. Und wenn du einmal verstanden hast, wie unser Geldsystem tickt, wie es aufgebaut ist, dass es auf Schulden basiert, und du Bitcoin tatsächlich verstanden hast, aus dem Grund habe ich ja 2,5 Jahre Lebenszeit in das Buch investiert und mache so viel Content zu Bitcoin, dann wirst du auch sofort in Bitcoin investieren, egal zu welchem Preis in unser jetziges Fiat-Scam-Geld, weil du genau weißt, raus aus Fiat, rein in Bitcoin. Bitcoin ist das demokratischste, grenzenloseste und beste Geldsystem, was wir jemals gesehen haben, weil es einfach Politik oder Staat und Geld trennt. Und ihr seht ja, was die Politiker da draußen machen. Aus dem Grund kann ich nur an jeden appellieren, beschäftigt euch mit Bitcoin, ob ihr es mögt oder nicht. Und die meisten, die sich erst dagegen gewehrt haben und dann Bitcoin irgendwann verstanden haben, sind dann große Fans und investieren immer mehr. Denn wegen Bitcoin ist und wird die Welt da draußen immer besser, als wir denken. Herzlichst, euer Marc.